Für Valentino Lazzaro ist das ÖFB-Camp in Bad Waltersdorf auch eine Heimkehr in seine steirische Heimat. Bevor er sich im Alter von 14 Jahren dem Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg anschloss, kickte der gebürtige Grazer in der Jugend des GAK. Unser Bild zeigt ihn im Alter von 11 Jahren. Dass sich der Traditionsklub nach dem Konkurs wieder nach oben kämpft und mittlerweile in der Regionalliga Mitte angelangt ist, verfolgt auch der Hertha-Legionär. Es wäre eine coole Sache nach allem, was passiert ist, wenn sie es schaffen, in den nächsten Jahren wirklich wieder ganz oben zu spielen. Das würde mich freuen. Ein Derby gegen Sturm würde ich mir dann auch anschauen, verspricht Lazzaro. Andere Kicker mit GAK-Wurzeln wie Michael Gregoritsch oder Slatko Junusovic haben inzwischen schon bei Heimspielen vorbeigeschaut, vielleicht wartet auch Lazzaro nicht bis zu einer Neuauflage des Grazer Stadtderbys. Momentan rede ich oft mit Kumpels, von denen früher auch viele beim GAK gespielt haben und die auch jetzt immer wieder zu den Spielen gehen, über den Verein oder ich lese etwas. Aber es würde mich freuen, wenn ich es auch wieder einmal schaffe, ein Spiel anzuschauen. Irgendwann wird es soweit sein, dass ich auch dort bin. Textquelle Urheberrecht laola1.at. Marcel Sabitzer, Österreicher sind mir nicht gut gesinnt zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count. Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der laola1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.